Gustafsson. Wieder der Pass zur Mitte und dann hat es auch schon geklingelt. Das ist das 1:0. 28 Sekunden Überzahlzeit, das reicht. Und Sean Simpson wird sich denken, es geht schon wieder los. Die Scheibe noch immer in der Klotner Zone drin und wieder ist Wisa da. 2:0 für den HCD. Diesmal nicht Dino, sondern Marc Wiese, aber genauso ein Tor in Überzahl für den amtierenden Schweizer Meister, der hier noch ein Abschluss und jetzt ist die Scheibe im Tor. James Shepherd mit dem 1:2, 3 Minuten und 43 Sekunden vor dem Ende. Die 57. Minute, genauso gekommen. Aber dann fällt die Entscheidung durch Dino Wieser. Ein Empty Netter, der dritte in dieser Serie gegen die Mannschaft von Sean Simpson. Und für Dino Wieser ein Doppelpack zum Abschluss der Viertelfinalserie. Bringt die Scheibe zwar nicht raus, aber dann ist der Weg frei für Bertu Lindgren und der erzielt gar noch das 4:1. Das sind die Resultate. Lange im Spiel waren, lange glauben konnten an eine Wende, an eine Rückkehr, an ein Comeback, aber am Ende wurden sie gewogen und für zu leicht befunden. Die Spieler der Kloten Flyers zu souverän, zu abgeklärt, zu torgefährlich präsentierte sich der HC Davos, der in allen vier Spielen mindestens 3 Tore erzielt hatte.